Hallo meine Freunde, willkommen zu unserem neuen Video. Heute haben wir einen ganz besonderen Leckerbissen. Das Getriebe gehört in einen 944 Turbo, hat eine externe Kühlung, wie man hier an der Ölpumpe sieht, und eine Sperre. Bei dem Getriebe ist folgendes Problem aufgetreten. Wenn man enge Kurven fährt, gibt es ratternde Geräusche. Das heißt, es muss irgendwas mit dem Ausgleichsgetriebe in diesem Bereich zu tun haben. Die Kühlschlange, die in diesem Bereich sitzt, haben wir schon im Fahrzeug ausgebaut. Damit haben wir natürlich auch das Öl schon abgelassen. Für die weiteren Arbeiten muss das Getriebe im Leerlauf sein. Das kontrolliert er nochmal. Das heißt, ich drehe hier an der Triebwelle und am Antriebsflansch tut sich nichts. Vor der Zerlegung des Getriebes demontieren wir hier ein paar Teile, zum Beispiel den Zwischenschalthebel. Und hier muss die Kegelschraube raus auf der Schaltwelle. Die kann teilweise gewaltig sitzen, weil die Schrauben sind oft verklebt. Die Schraube kommt komplett raus. Dann dreht er die große Schraube raus und sichert das ganze Zeug, was da rauskommt, gleich unten mit einer Achtermutter. Dann braucht ihr euch nämlich nachher keine Gedanken zu machen, wie das alles zusammengebaut war. Jetzt könnt ihr den Zwischenschalthebel langsam von der Schaltwelle nehmen. Im nächsten Punkt müssen wir die Sperre für den Rückwärtsgang ausbauen. Das ist diese Schraube. Nicht verwechseln mit der da hinten, die sind genau gleich. Am besten wieder mit dem starren Hebel. Zuerst mal die Schraube. Und die kam direkt zusammen mit Hülse und Feder raus. Das ist also die Sperre. Dann können wir den Flansch hinten an der Schaltwelle lösen. Der hat M6er Schrauben, 10er Schlüsselweite. So, jetzt bei der letzten Schraube merkt ihr schon die Federwägung. Dreht sie also raus. Und dann können wir den Deckel mit der Dichtung abnehmen. Jetzt machen wir hier nochmal einen Tropfen Öl drauf und sauber, damit wir hier keinen Dreck reinziehen, wenn wir die Welle rausmachen. Und dann kann die Welle hier durchgezogen werden. Die Welle für den Tachogeber können wir auch gleich noch ausbauen. Der hat unten einen 22er Schlüssel und den holen wir komplett raus. Also geht ja nicht an das Plastikteil. Und dann könnt ihr den komplett abziehen. Kommt der raus und unten dran steckt die Welle. Bevor wir das Ausgleichsgetriebe ausbauen können, muss zunächst das Wechselgetriebe demontiert werden. Bei der Demontage des Wechselgetriebes müssen also diese ganzen Schrauben hier an dem Flansch raus. Und hier gibt es zwei Passhülsen, eine oben und gegenüber die zweite. Die Passhülsen, schreibt Porsche, soll man mit dem Durchschlag austreiben. Ich habe mir folgende Methode überlegt. Das ist eine etwas abgedrehte Imbusschraube, die hier genau durchpasst. Jetzt steckt die Schraube bis zur Passhülse im Loch. Hier machen wir eine kleine Hülse drüber, dann eine Unterlagscheibe und eine Mutter. Wenn ich jetzt langsam drehe, zieht es die Passhülse ganz gemütlich nach hinten. Soweit genügt es mal für den Anfang. Und die Schraube kommt natürlich wieder raus. Leider haben wir unten nochmal eine Passhülse. Das heißt, wir müssen das Getriebe jetzt ein bisschen zur Seite drehen. Bei der unteren Hülse bleibt uns allerdings nichts übrig. Die sitzt so dicht am Gehäuse, da müssen wir es mit Klopfen machen. Wir treiben die also ein schönes Stück rein. Wenn die Hülsen mal so weit weg sind, müssen wir die neuen Schrauben rausmachen. Eine. Alle der Reihe rum lösen. Den großen Hebel lösen. Und wenn sie losen sind, können wir sie mit dem kleinen Werkzeug rausdrehen. Irgendwann haben wir auch 12 Schrauben am Ende. Ihr braucht aber keine Angst haben, dass es auseinanderfällt. Das ist verklebt. So, jetzt versuchen wir es halt langsam gegen die Klebung abzuarbeiten. So allmählich zeigt sich ein Spalt. Das Schlimmste ist geschafft. Dann langsam zurückziehen. Vorsicht, dass er nicht verkantet. Und wir haben das Wechselgetriebe draußen. Die eine Passhülse sitzt oben im Wechselgetriebe, aber die hatten wir nach vorne getrieben. Wir müssen die also abziehen. Das hat sie sich ergeben. Und irgendwann könnt ihr das Ding dann abziehen. Zum Ausbau der Flanschwelle ist
steckt er hier den Stift auf der Seite rein, dass das ansteht und nicht mehr mitdrehen kann. Und dann geht es da oben mit Gefühl los. Könnt ihr das Ding rausschrauben. Und dann könnt ihr das gerade so entnehmen. Dann keilt er den Simmerring da drunter raus. Auch schon weg. Die gleiche Nummer mit der Flanschwelle natürlich nochmal auf der Unterseite. Um das Lagergehäuse hier zu öffnen, müssen jetzt alle 9 Schrauben der Reihe nach gelöst werden. Die können ganz schön pfiffig sitzen. Schön über Kreuz. Erstmal nur ein bisschen anlösen. Dann machen wir jetzt alle 9 Schrauben raus. Und wenn ihr denkt, das Problem wäre mit der letzten Schraube gelöst, habt ihr euch geirrt. Der Deckel ist nämlich verklebt. Jetzt wird die Sache erst richtig lustig. Porsche schreibt, man nimmt den mit 2 Montierhebeln ab. Das ist eine ganz schöne Arbeit. Ist jetzt Aluminium, also was Weiches. Damit klopfe ich jetzt mal rein rum an dem Deckel. Vorne wird der Spalt schon größer. Ich glaube, jetzt hat er sich nahezu ergeben. Und dann kann der Deckel runter. Dann kann ich das komplette Ausgleichsgetriebe aus dem Gehäuse halten und das legt er mal schräg ab. Schräg nehme ich deshalb, weil hier das Antriebsritzel für den Geschwindigkeitsgeber drauf sitzt. Und das ist aus Kunststoff, also da müsst ihr ein bisschen vorsichtig sein. Nehmen wir ab und kommt erst ganz am Ende der Reparatur wieder drauf. Auf der Seite des Differentials demontieren wir erstmal das Antriebsrad für die Pumpe. Das wird von 4 Imbusschrauben gehalten, Schlüsselweite 6. Dann nehmen wir die 4 Schrauben runter. Je nachdem auch, geht sogar ganz leicht runter, kann ich es abnehmen. Dann geht es an die 4 Schrauben des Gehäuses. Die sitzen natürlich etwas zackig. Und die gehen auch schwer auf, weil die Tellerfedern innen von der Sperre drücken gegen das Gehäuse. Die müsst ihr jetzt auch schön reihum aufmachen, dass sich der Deckel langsam entspannen kann. Wenn er einseitig kommt, verkantet alles. Wenn alle Schrauben entspannt sind, können wir den Deckel oben abnehmen. Ei, da finden wir ja auch schon unser Problem. Da ist nämlich eine Anlaufscheibe gebrochen. Das war wohl die Ursache des Geräusches. Und innen drin lag auch noch diese Nase. Das ist nämlich die Nase, die hier in diese Bohrung eingreift und die Anlaufscheibe am Drehen hindert. Die obere Tellerfeder muss grundsätzlich so gewölbt liegen. Also die konvexe Seite zeigt nach außen. Ich beschrifte die auch so jetzt mit A für außen und O für oben. Unter der Tellerfeder kommt die äußere Lamelle. Die beschriften wir in gleicher Weise. Nach der äußeren kommt die innere Lamelle, das ist die mit der Verzahnung. Jetzt kommt der obere Druckring, den kriegen wir so aber nicht mehr raus. Wir kennzeichnen ihn wieder. Und jetzt nehmen wir das ganze Differential in die Hand. Ganze Sache und stellen das auf den Kopf. Jetzt kann nämlich das ganze Gehäuse vom Paket entnommen werden. So. Innen ist die Anlaufscheibe, im Gegensatz zu oben ist die untere noch in Ordnung. Hier sieht man auch, wie die Original war, mit der Nase drückt hier ins Loch. Das ist jetzt die untere Tellerfeder, die sollte eigentlich auch konvex liegen. Die liegt allerdings konkav. U und A für außen. Die untere Tellerscheibe liegt bei diesem Differential verkehrt rum. Allerdings kann das durchaus vorkommen. Und zwar wurde das bei der Produktion dann gemacht, wenn es Geräusche gab. Dann hat der Hersteller die schon verkehrt rum eingebaut. Solche Differentiale sind mit einem gelben Punkt am Gehäuse gekennzeichnet. Die äußere Lamelle auch wieder UA. So. UA für die innere Tellerfeder und den Druck
Ring bezeichnen wir mit unten außen. Jetzt kann ich den Druckring hier mal abheben und dann sehen wir die ganzen Teile des Differentials. Dann können wir das obere Rad noch entnehmen und jetzt sehen wir alle Zahnräder. Jetzt drehen wir die einmal durch, kontrollieren, ob alle Zähne noch da sind, ob alle Flanken bei der Nummer sind. Da ist auch der Verschleiß noch relativ gering. Bei den Achskegelrädern müsst ihr hier auf die Anlauffläche für die Anlaufringe achten. Die Scheibe kommt so rum drauf. Alles in Ordnung ist, die fixiert sich nachher selbst. Können wir es wieder zusammensetzen. Im Differentialgehäuse müsst ihr diese Führungen hier kontrollieren. Da wo die Nuten für die Druckringe und für die Außenlamellen laufen. Die müssen alle schön in Ordnung sein. Auf der Gegenseite müssen wir die Druckringe prüfen. Da müssen also diese Nasen alle noch klar sein, dürfen keine Riefen haben, dürfen nicht abgenutzt sein. Die Anlauffläche sieht auch noch gut aus. Und die Druckringe müssen sich hier im Differentialgehäuse leichtgängig bewegen lassen. Das funktioniert hier einwandfrei. Jetzt stürzt sich das Differential wieder, weil das gleiche müssen wir auf der anderen Seite überprüfen. Die Anlauffläche ist wunderbar. Die Nuten sehe ich kein Problem. Wir schauen im Gehäuse nach, absolut leichtgängig, spitze. Und auch die Anlauffläche vom Achskegelrad, perfekt. Bei den Innenlamellen müsst ihr prüfen, dass sie hier leichtgängig in der Verzahnung laufen. Und bei den Außenlamellen dürfen hier die Zähne nicht ausgeschlagen sein, also diese Nasen, sieht auch noch gut aus. Hier sehe ich einen deutlichen Verschleiß an der Oberfläche. Auf der anderen Seite die gleiche Überprüfung. Auch hier läuft einwandfrei. Die Außenlamellen sind auch noch nicht ausgeschlagen, zeigen aber auch wieder hier ein paar Spuren. Die Tellerfeder hat allerdings ein paar Riefen. Wir spannen das Lamellenpaket mit Innen- und Außenlamellen auf beiden Seiten, aber ohne Tellerfedern in den Schraubstock. Und jetzt können wir die Dicke des Lamellenpakets messen. Ich messe 73,2. So, jetzt müssen wir die Tiefe des Gehäuses messen. Wir haben jetzt hier mal ein Endmaß reingestellt. Das Endmaß hat genau 77,5. Dann gehe ich mit dem Haarlineal drüber. Und jetzt kann ich da mit den Feinblättern, ich habe gerade noch einen Spalt, das ist das Blatt, wo gerade noch durchgeht, von 18 Hundertstel. Das heißt, wir haben 77,68 mm für die Gehäusetiefe. Von der Tiefe des Gehäuses ziehen wir die Dicke des Lamellenpakets ab und erhalten 4,48 mm. Die 4,48 sind größer als das von Porsche vorgegebene Grenzmaß 4,2. Das heißt, wir müssen jetzt, um das Lamellenpaket richtig einzustellen, dickere Außenlamellen verbauen. Momentan sind 2 mm Außenlamellen drin, das heißt, ich muss sie jetzt durch 2,1 mm Lamellen ersetzen. Fassen wir zusammen. Also die Druckringe und die Zahnräder ist alles noch in Ordnung. Das lassen wir so. Die Tellerfedern haben ein paar Riefen, machen wir neue rein. Die Außenlamellen müssen wir eh neu machen, weil wir dickere brauchen. Das haben wir gemessen, also da scheint irgendwo ein gewisser Verschleiß aufgetreten zu sein. Wenn wir schon die Außenlamellen wechseln müssen, machen wir natürlich auch neue Innenlamellen und Anlaufscheiben brauchen wir sowieso. Zudem wechseln wir noch die Kegelrollenlager am Differential und das geht beim zerlegten Differential am einfachsten. Jetzt soll man das Kegelrollenlager hier abziehen. Das geht allerdings im Prinzip nicht wirklich so, weil der greift gar nicht unterm Innenring, obwohl er schon extrem zugeschliffen ist. Warmmachen bringt bei der Demontage auch nicht wirklich was, weil das ist Stahl und Stahl dehnt sich gleichmäßig aus. Versuche daher mit dem Durchschlag hier auf dem Innenring sitzend das Lager nach unten zu schlagen. Das macht er schön langsam, immer abwechselnd von beiden Seiten. So allmählich tut sich hier ein Spalt auf. In dem Spalt passt jetzt auch der Abzieher, das heißt, wir können jetzt mit dem Abzieher weitermachen. Und dann kommt das Lager runter. Beim Aufsetzen des neuen Lagers hilft natürlich Wärme, weil ich kann das Lager jetzt ein bisschen warm machen, dann dehnt es sich aus, der Stumpf bleibt kalt.
und dann kann ich das hier so aufpressen. Zum Aufpressen habe ich mir hier eine Druckscheibe gemacht, die genau hier reinpasst. Die kommt wieder auf meine Spindelpresse. Dann kommt das Lager und das können wir jetzt hier mit diesem Aufsatz genau auf dem Innenring drücken. Ihr dürft nicht auf dem Außenring, sondern nur auf dem Innenring. Das habe ich genau alles passend gemacht. Wir tun das Lager einfach in den Umluftherd für 20 Minuten bei 100 Grad. Das Lager ist jetzt gar. Aufsetzen. Rutscht du fast von alleine durch. Presswerkzeug drauf. Und bis zum Ende durchpressen. Nachdem alles kalt ist, können wir die Presswerkzeuge wieder entwickeln. Und das Lager sitzt perfekt. Auf der anderen Seite haben wir natürlich nochmal ein Lager. Und die haben hier sogar Führungsnuten für meinen Durchschlag integriert. Dann immer schön reihum. Mittlerweile hat sich ein kleiner Spalt ergeben. Jetzt können wir mit dem Abzieher weitermachen. Wenn der Abzieher richtig unterm Innenring sitzt, könnt ihr das ganz gemütlich rausziehen. Der Lagerkäfig ist noch frei, das heißt, wir drücken richtig am inneren Ring. Langsam kommt die Geschichte. Ich merke es auch schon, dass die Zugkraft etwas abnimmt. Und das letzte Stückchen geht schon ganz leicht. Und das Lager draußen. Auch beim Aufpressen des Lagers auf dieser Seite kommt wieder meine Spindel mit den entsprechenden Passstücken zum Einsatz. Das Lager müssen wir natürlich wieder 20 Minuten bei 100 Grad backen. Das Lager ist mittlerweile wieder gar, also kommt es erstmal drauf. Dann kommen die Pressstücke hinterher. Anziehen und fertig. Wenn wieder alles kalt ist, können wir es wieder öffnen. Diejenigen Teile, die wir weiterverwenden, müssen wir jetzt gründlich mit Pressluft reinigen. Leider gibt es für die gebrochene Anlaufscheibe keinen originalen Ersatz mehr. Es gibt nur noch diese Nachbauten, die allerdings komplett anders aussehen. Dem Nachbau fehlt diese Verdrehsicherung komplett und auch die schönen Ölnuten auf der Rückseite sind nur ganz schwach ausgearbeitet. Es gibt hier nur zwei kleine Vertiefungen, durch die das Öl eindringen kann. Die originale Scheibe saß so, dass diese Verdrehsicherung nach außen saß. Das heißt, wir müssen die Scheiben jetzt so orientiert einsetzen, dass diese Nuten innen liegen. Damit das Ganze im Gehäuse hält, wenn wir das Gehäuse umdrehen, kleben wir die Scheiben mit Fett fest. Das heißt, mit Fett kommen die hier in diese Vertiefung rein. Schön andrücken und nochmal beobachten, dass wir auch diese Nut hier haben. Die gleiche Nummer beim Deckel, hier sieht man es dann auch besser. Also wie gesagt, diese Nuten zeigen nach innen. Schön mit Fett festkleben, dann ist das gesichert. Beim Zusammenbau beginne ich mit einer äußeren Lamelle. Die wird schön auf der Gleitfläche geölt. Dann kommt eine Innenlamelle. Auch hier werden die Gleitflächen wieder geölt. Die drücken wir hier so ein, dass sie in der Verzahnung einrastet. Dann kommt die äußere drauf. Und unten die gleiche Nummer. Die geölte Innenlamelle aufsetzen. Ist auch wieder ein bisschen spielen, bis er die Verzahnung findet. Außenlamelle ölen und draufsetzen. Zur Sicherheit bestimme ich nochmal die Dicke des Lamellenpakets.
und wir finden 73,55 mm. Die Tiefe unseres Gehäuses sind immer noch 77,68. Für das Lamellenpaket haben wir jetzt 73,55 gemessen. Wenn wir das voneinander abziehen, erhalten wir für das E-Maß 4,13. Da der Sollwert für das E-Maß 4,20 ist, sind wir jetzt bis auf 700stel dran. Besser wird es nicht mehr. Nachdem jetzt alles stimmt, können wir das Lamellenpaket in das Gehäuse einbauen. Ich habe jetzt die untere Seite oben liegen. Dann kommt die untere Tellerfeder auf das Paket. Jetzt müssen wir aber aufpassen. Normalerweise würde die konvex liegen. Wir haben aber ein Differential mit gelbem Punkt. Dann muss unsere konkav liegen. Auch die Tellerfeder ölen wir. Hier. Und dann kommt die Tellerfeder so drauf. Dann machen wir diese ganzen Nuden hier in einer Reihe. Und jetzt kommt das Gehäuse drüber. Die Anlaufscheibe hatten wir ja mit Fett verklebt. Jetzt versucht er die Nuden möglichst zu treffen. Das sieht ganz gut aus und ich bin schon unten. Danach stürzen wir das ganze Differential. Die obere Tellerfeder liegt bei allen Differentialen konvex. Auch nochmal schön hier und dann können wir die auch ansetzen. Final kommt der Deckel drüber, die Anlaufscheibe sitzt ja wieder innen. Setzen. Wenn mal alle Schrauben soweit locker drin sitzen, empfehle ich euch erstmal die Flanschwellen einzusetzen. Es könnte nämlich sein, dass sich das Innenteil so weit verzieht, dass ihr die nachher gar nicht mehr richtig reinkriegt. Deswegen die gerade mal locker einsetzen, dann geben die fürs Innenteil eine Führung. Gleiche Nummer auf der anderen Seite, also umdrehen und die andere Flanschwelle rein. Jetzt können wir den Deckel reihum in Position ziehen. Wenn die Flanschwelle schon drauf ist, können wir auch hier gleich zwei Hilfsschrauben reinmachen. Dann können wir das Ganze nämlich ganz einfach im Schraubstock spannen. Damit sich der Deckel schön gleichmäßig setzt, gehe ich jetzt im Sternmuster mit dem Drehmomentschlüssel drüber. Das waren mal 10 für die erste Stufe. In der zweiten Stufe mache ich dann schon 20. Beim finalen Drehmoment komme ich leider mit der Flanschwelle nicht bei, aber das Gehäuse kann jetzt auch nicht mehr verrutschen. Und in der dritten Stufe sind es dann 38 Newtonmeter. Zur Überprüfung der Sperrwirkung muss ich die obere Flanschwelle wieder einsetzen. Zudem brauchen wir so ein Verbindungsstück, um den Drehmomentschlüssel ansetzen zu können. Das kommt jetzt hier einfach so drauf. Und jetzt können wir mit dem Drehmomentschlüssel die Sperrwirkung von dem Differential überprüfen. Bei 25 Newtonmeter knackst der Schlüssel noch, bevor das Differential dreht. Bei 30 Newtonmeter dreht zuerst das Differential, bevor der Schlüssel knackt. Machen wir noch einen Zwischenwert, also 27,5. Da sind wir auch noch. Bei 25 knackst der Schlüssel, bevor er dreht. Bei 27 dreht er, bevor er knackst. Das heißt, ich messe für die Sperre einen Drehmoment zwischen 25 und 27,5 Newtonmeter. Das liegt perfekt im Intervall, das Porsche vorgibt, ist relativ groß, von 10 bis 35. Mit 9 Lamellen sind wir natürlich an der oberen Grenze. Das Verbindungsstück kann jetzt wieder raus. Dann kann das Ding wieder aus dem Schraubstock. Hilfsschrauben weg. Und die untere Flanschwelle kann auch raus, also die linke Seite. Beim Einbau der neuen Lagerringe müssen wir jetzt ein bisschen Physik anwenden. Wir machen dieses Teil auf 150 Grad heiß. Dann kommt es hier auf meine Pressvorrichtung. Da unten habe ich ein paar Stück. Dann kommt es oben drauf. Ring und wir ziehen es mit Gewalt runter. Leider müssen wir die Ringe zweimal einbauen. Wir müssen nämlich zur Bestimmung des Lagerspiels jetzt die Lagerringe zuerst ohne die Unterlagscheiben, also ohne die Einstellschims, verbauen, um das Gesamtspiel zu messen.
So, das kommt jetzt im Backofen. 20 Minuten bei Umluft 150 Grad. Mmh, riecht lecker nach Porsche heute. Der Deckel ist jetzt schön heiß. Ich setze ihn hier auf. Mit dem Durchschlag kann ich jetzt den Lagerring von hinten austreiben. Das war schon. Setzen das Gehäuse auf unsere vorbereitete Fassung. Dann kommt die Lagerschale und das Ding, das geht schon von alleine. Und jetzt bis zum Anschlag anziehen. Reicht. Es ging jetzt im Prinzip frei weg rein. Wir müssen jetzt warten, bis der thermische Ausgleich erfolgt ist und dann sitzt der Lagerring an seiner Stelle. Leider passt der Rest vom Getriebe nicht in den Backofen. Man kauft halt immer zu kleine Hausgeräte. An der Schaltwelle sitzt noch ein Simmerring. Zum Rausziehen nehme ich immer so einen Haken, den kann man hier unten unter die Lippe und dann schön langsam rauskanten. Das Getriebegehäuse liegt mit dem Flansch, wo wir erhitzen müssen, jetzt genau auf einer Herdplatte mit einer Stahlzwischenlage. Das heißt, wir kommen sehr gut an das zu erhitzende Lager dran. Zusätzlich werde ich den Innenbereich des Gehäuses noch mit der Flamme erhitzen. Die Temperatur überwachen wir die ganze Zeit mit dem Thermometer und wir müssen darauf achten, dass das Getriebe an keiner Stelle viel heißer wie 150 Grad wird. Ab 180 wird die Sache kritisch. So, wir haben jetzt eine gewisse Grundwärme. Ich beginne mit der Flamme. So, ich habe jetzt gute 120 Grad auf dem Ring. Meiner Erfahrung nach reicht es meistens. Wir drehen das Getriebe so um, dass wir das Lager jetzt austreiben können mit seinen Gyms. Habt gesehen, das war das Lager mit den Gyms. Wir drehen das ganze Gehäuse um, damit wir besser arbeiten können. Dann kommt wieder die Spindel rein, der Lagerring. Mutter drauf, hinten gegenhalten. So, und dann, wenn das unter Druck steht und drin ist, ist erstmal gut. Mittlerweile ist das Gehäuse ausgekühlt. Das heißt, das Lager sitzt jetzt in seiner Passung, oder der Ring vom Lager. Alles rausnehmen. Ich muss jetzt das Differentialgehäuse so einsetzen, dass das Tellerrad auf der Gegenseite des Deckels ist. Hier kann ich es ganz schlecht in dem engen Loch halten, deswegen gute Idee, wir montieren einfach kurz zum Halten eine Flanschwelle. Ein bisschen Öl machen wir auf das Lager drauf. Jetzt kann ich das nämlich schön zielgenau einsetzen, ohne zu verkanten und ohne mir die Finger abzubrechen. Hilfsflanschwelle wieder raus. So, auch hier kann ein Tropfen Öl nicht schaden. Die Ölpumpe sitzt hier unten, also im unteren Teil des Getriebes. Dann könnt ihr das langsam einsetzen. Wenn die Löcher passen, passt alles. Also richtig falsch machen könnt ihr es nicht. So, dann ziehen wir die Schrauben von dem Flansch langsam runter. Eine habe ich rausgelassen, dann machen wir nachher die Messuhr fest. Immer schön über Kreuz, dass wir den Flansch schön ansetzen. Drehmoment sind 24 Newtonmeter, mache ich auch in zwei Stufen. Ich habe jetzt mal 10 eingestellt. Zwei Stufen hat immer den Vorteil, dass es auch wieder besser setzt. Und 24. Immer schön im Sternmuster rum. Ins letzte Loch, das übrig bleibende, machen wir eine Gewindestange für die Messuhr rein. Ohne die Shims müssen wir jetzt messen, wie viel Spiel das Differentialgetriebe insgesamt im Gehäuse hat. Ich habe das Getriebe jetzt mal so gesetzt, dass es komplett nach unten durchrauscht. Dann sitzt hier die Messuhr auf einer Passscheibe, die ich innen reingelegt habe. Und jetzt drücke ich von innen das Getriebe hoch und wir messen die Differenz beider Werte. Wenn das Getriebe unten ist, haben wir 2,8. Wenn ich es anhebe, haben wir 4,65. 4,65. Weniger 2,80, das sind 1,85.
Hinzu kommt ein konstanter von Porsche vorgegebener Wert für die Passung. Das heißt, wir brauchen eine Gesamtsumme für die Shims von 2,35 mm. Blöderweise kann man die Shims von der anderen Seite nicht benutzen, weil die haben nämlich einen anderen Durchmesser. Das heißt, ihr müsst jetzt erstmal ins Porsche-Zentrum und einkaufen. So wie das Getriebe jetzt liegt, befindet sich das Tellerrad unten. Die Idee von Porsche ist nun, dass alle Shims, also die gesamte Dicke von 2,35 mm, unter dem Deckel verbaut werden. Dadurch drückt man das Tellerrad maximal nach unten und wenn ich die Triebwelle einsetze, entsteht das größte Spiel. Und in der Stellung wird dann das Flankenspiel bestimmt. Mittlerweile war ich einkaufen. Wir haben jetzt Shims der Gesamtdicke von 2,35 mm für den Lagerdeckel. Und dann kann der Deckel runter. Um die Shims jetzt unter den Ring zu packen, müssen wir den Deckel wieder auf 150 Grad erwärmen. Jetzt kommt es wieder heiß aus dem Backherd und wenn es warm genug ist, fällt es von alleine raus. Den Deckel setzen wir wieder auf meine Pressvorrichtung. Dann kommen alle Shims zusammen auf einmal rein. Den Lagerring kühlen wir dann ab. Und dann muss er natürlich vollkommen trocken sein, bevor das man installiert. Der Lagerring, das Pressstück und ziehen, bis die Mutter zieht und jetzt können wir es abkühlen lassen. Jetzt wird der Deckel mit dieser Bemaßung verbaut. Kommen natürlich alle Schrauben wieder rein, bis auf eine, da machen wir dann die Messuhr rein. Ziehen Sie jetzt mal im Sternmuster handfest wieder und dann müssen wir aber auf jeden Fall die 24 einhalten, sonst stimmen die Pressungen auf die Lager ja nicht. Das sind erstmal 10 Newtonmeter. Dann die letzte Stufe sind 24 Newtonmeter. So, dann müssen wir die Flanschwelle auf der rechten Seite montieren. Dann auch mal schauen, ob das Getriebe dreht. Das ist soweit gut. Und dann ziehen wir die auch fest. Bei neuem Kegelrollenlager muss auch der Reibwert gemessen werden. Hierzu muss die Verbindungsbrücke benutzt werden. Wir drehen das Getriebe, das Differential und wir finden als Reibwert so 3 bis 4 Newtonmeter. Bei neuen Kegelrollenlager muss der Reibwert mindestens 250 Newtonzentimeter betragen, also 2,5 Newtonmeter. Wir haben 3 bis 4, also perfekt. Beim Einbau des Wechselgetriebes müssen wir natürlich zuerst die Passhülsen einsetzen. Hier kommt die untere hin. Jetzt kann ich die gemütlich wieder einziehen, die Hülse. Das ist ungefähr die richtige Tiefe, in der die Hülse jetzt sitzen muss. Dann kann natürlich die Zugschraube wieder raus. So, jetzt müsst ihr das Getriebe ganz langsam hier einführen. Dann schiebt ihr das langsam zusammen. So langsam rutscht das Getriebe wieder rein. Geduldsspiel, vorsichtig sein, dass er kein Lager verdonnert. Jetzt müsst ihr als erstes die Passhülsen in den Tupfer vorhauen, die justieren nämlich die Lage. Vor. Dann können wir die 12 Schrauben auch mal ansetzen. Die Hülse schon mal schön in Position. Mit der Schraube kommt auch diese Hülse wieder in ihre Position. Wenn die Passhülsen am Platz sind, könnt ihr die 12 Schrauben reinmachen. Und jetzt ziehen wir die wieder schön im Sternmuster an. Das ist die gegenüberliegende. Und genau so arbeiten wir uns jetzt durch. Dann gibt es im Sternmuster zwei Runden Drehmoment. Das war mal die erste Runde mit so 10-12 Newtonmeter und dann immer schön im Kreis rum.
Und in der zweiten Runde gibt es dann 24 Newtonmeter Drehmoment. Einen Gang könnt ihr so einlegen. Wenn das Getriebe zusammengebaut ist, dreht das 20 Mal durch. Hört ihr dieses Geräusch? Das entsteht dadurch, dass die Zahnräder vom Tellerrad einmal links und einmal rechts anstoßen. Und genau das ist das Verdrehflankenspiel. Bei Porsche wird es jetzt folgendermaßen gemessen. Das Original Porsche Werkzeug würde mit einer Innenspannzange hier arbeiten, das habe ich nicht. Das ist aber auch vollkommen egal, das geht auch mit diesem Eigenbau. Wichtig ist nur, dass wir hier exakt 90 mm von Mitte der Messkugel zur Mitte von der Flanschwelle haben. Bei meinem Werkzeug gibt es allerdings ein Problem, das ich euch hier am ausgebauten Differential erkläre. Obwohl ich die Schraube hier oben angezogen habe, gibt es hier noch ein Restspiel. Das heißt, ich würde zusätzlich zum Flankenspiel auch das Spiel hier in der Flanschwelle messen. Um dieses Spiel zu unterdrücken, hatte unser Freund Schoki die Idee, einfach eine Dichtung zu unterlegen. Durch die Dichtung habe ich jetzt kein Spiel mehr. Ich habe den für die Messung nötigen Kraftschluss zwischen oben und unten. Auf das Verbindungsstück mit der Kugel setzen wir senkrecht die Messuhr an. Ich drehe an der Flanschwelle das Getriebe jetzt so weit nach links, bis ich am Zahn anstehe. In dieser Position lesen wir die Messuhr ab. Ich finde 676. Die 676 trage ich als ersten Messwert in meine Tabelle ein. Dann drehe ich das Getriebe vorsichtig nach rechts, bis ich wieder auf der rechten Seite anstehe. Wir finden 551. Ebenso tragen wir für den rechten Wert die 551 ein. Jetzt können wir den Unterschied berechnen. Das sind 125, also 1,25 mm. Bei Porsche wird diese Messung jetzt in vier verschiedenen Stellungen gemacht. Jetzt hat der Flansch aber 6 Schrauben, das heißt, ich muss 6 verschiedene Messungen machen. Damit sind wir aber auch präziser als Porsche. Ein gutes Gefühl. Ich drehe jetzt den Flansch so viel nach rechts weiter, bis das nächste Loch ungefähr senkrecht steht. In dieser Stellung muss ich unsere Messbrücke demontieren. Und dann wird es in der neuen Stellung wieder angeschraubt. Leicht anziehen, genügt. Ich habe die Messkugel wieder auf die Uhr gesetzt und jetzt geht die Messung wieder von vorne los für die zweite Position. In dieser Stellung drehe ich jetzt wieder an die linke Flanke. Wir messen 677. Vorsichtig mit viel Gefühl nach rechts drehen. Und wir haben 550. Auch diese Werte trage ich wieder in meine Tabelle ein. 50 ergibt 127 als Unterschied. Die Messung wiederholen wir jetzt an allen 6 möglichen Stellungen. Die Messwerte addiert ihr alle, teilt sie durch 6, um den Mittelwert zu bestimmen. Unser Mittelwert ist 127. Unser maximaler Wert ist 129, der minimale Wert 125. Wir ziehen die 129 weniger 125 voneinander ab, um die Spannweite zu erhalten. Die Spannweite sind hier 0,04 mm. Alles, was besser als 0,06 ist, ist okay. Wir liegen also gut drin. Wenn der Wert mehr als 0,06 streut, ist irgendein Fehler. Dann ist das Tellerrad falsch verbaut, ein Zahn ist kaputt oder irgendwas. Wir merken uns also als mittleres Verdrehflankenspiel 1,27 mm. Aus dem mittleren Verdrehflankenspiel können wir jetzt die Aufteilung der Shims bei S1 und S2 berechnen. Wir hatten für die Summe von S1 und S2 insgesamt 2,35 mm. Hinzu kommt ein konstanter von Porsche vorgegebener Wert von 0,15 mm und abgezogen wird das mittlere Verdrehflankenspiel von 1,27. Dies ergibt 1,23 für S2. S2 sind also 1,23. S1 wird nun berechnet, indem man S2 vom Gesamten abzieht. Also 2,35
weniger 1,23 ergibt einen Wert von 1,12 mm. Jetzt müssen wir wieder alles demontieren. Unter den Deckel kommen die Werte für S2 und auf der Gehäuseseite kommen die Werte für S1, jeweils unter den Lagerring. Die ganzen Messvorrichtungen können somit demontiert werden. Leider muss das Wechselgetriebe jetzt wieder raus. Ich beginne mit den Passhülsen. Also müssen alle Schrauben vom Wechselgetriebe wieder raus. Und wir haben das Wechselgetriebe draußen. Die Flanschwelle muss natürlich auch wieder ab. Um die richtigen Shims für die Lagerringe S1 und S2 einbauen zu können, müssen wir natürlich wieder Deckel runter und das Ausgleichsgetriebe ausbauen. Geht jetzt viel leichter, ist ja nicht mehr verklebt. Okay. Das könnt ihr jetzt gerade so rausnehmen. Relativ schwer. Und für den Wechsel der Shims müssen wir das Getriebe natürlich wieder erhitzen. Schauen wir mal, wenn es warm genug ist, fällt das Zeug teilweise von allein raus. Tut es nicht ganz. Aber das war's schon. Den Ring kühlen wir dann ab. Gut trocken. Bei den Shims für S1 habe ich das gerechnete Maß von 1,12 ganz genau getroffen. Damit mir die Shims nicht runterfallen, klebe ich die mit ein bisschen Fett hier dran. Dann kommt unser Werkzeug drauf und damit kommt die ganze Sache jetzt wieder zurück. Das Gehäuse dürfte noch warm genug sein. So rein und Mutter drauf. Ring ist wieder fest. Gut anziehen und jetzt müssen wir warten, bis das Ganze kalt wird. Jetzt kommen wir wieder warm vom Backofen und zum Austreiben des Rings war gar nicht nötig. Fällt von allein raus, wenn es warm genug ist. Dann kommen die richtigen Shims für S2, also 1,25 in unserem Fall drunter. Den Lagerring kühlen wir dann ab. Der trockene Lagerring hinterher, Presswerkzeug drauf, anziehen, das genügt. Muss nur auf Druck sitzen. Jetzt, da wir die richtigen Shims für S1 und S2 verbaut haben, können wir das Ausgleichsgetriebe wieder einbauen. Ich hebe es vorsichtig in das Gehäuse. Wenn es kalt ist, können wir es wieder demontieren, dann ist der Lagerring fest. Und für die finale Messung des Verdrehflaggenspiels muss der Deckel natürlich wieder drauf. Und 24. Und wieder kann das Wechselgetriebe rein. Wenn die Passhülsen am Platz sind, könnt ihr die 12 Schrauben reinmachen. Dann gibt es im Sternmuster 2 Runden Drehmoment. Das war mal die erste Runde mit so 10, 12 Newtonmeter. Und in der zweiten Runde gibt es dann 24 Newtonmeter Drehmoment. Jetzt dreht er das Getriebe wieder etliche Mal durch. Die Messung des finalen Verdrehflaggenspiels funktioniert wie vorhin bei der Bestimmung von S1 und S2. Ich drehe das Getriebe, bis ich links am Zahn anstoße. Da messen wir 99. Wir tragen den linken Wert in die Tabelle ein. Dann drehe ich das Getriebe nach rechts, bis ich am nächsten Zahn anstoße. Und wir haben hier 78. Und wir tragen den rechten Wert in die Tabelle ein. Es gibt hier ein Delta von 21. Und die Messung wiederholen wir jetzt wieder 6 Mal. Die Messuhr montieren wir dann an der versetzten Position wieder. Dann wieder gegen den linken Zahn. Hier messen wir 29. 29 für den linken. Dann drehe ich nach rechts, bis ich anstoße.
Und wir haben 8 als Messwert. 8 ergibt ein Delta von 21. Ich habe den Mittelwert mal ausgerechnet. Wir haben einen Mittelwert von 20,2. Das finale Verdrehflammenspiel muss zwischen 0,12 und 0,21 mm liegen. Wir haben einen Mittelwert von 0,2 mm, liegen wir also im Intervall. Der maximale Abweichung des maximalen und minimalen Werts darf 0,05 betragen. Da liegen wir noch besser. Stimmt bei uns perfekt. Sollte die Messung des finalen Verdrehflankenspiels bei euch nicht funktionieren, müsst ihr euch nicht unbedingt Sorgen machen. Manchmal ist der Widerstand so schwer zu spüren, dass man schon zu weit dreht. Man hat das Getriebe innen ja nicht blockiert. Macht euch keine Sorgen, solange die Bestimmung von S1 und S2 funktioniert hat und ihr ungefähr die alten Einstellwerte wiederfindet. Nachdem bei mir nun alle Messwerte stimmen, ist das Getriebe eigentlich fertig, aber wir haben ja ein paar Teile noch nicht montiert innen drin und es ist nicht abgedichtet. Also müssen wir es ein letztes Mal zerlegen. Das ganze Messzeug kann wieder weg. Flansch mit der unterlegten Dichtung muss auch wieder runter. Die Passhülsen wieder zurückschlagen, damit wir das Wechselgetriebe abnehmen können. Und schön parallel zurückziehen. Dann kommt der Deckel ein letztes Mal runter. Differentialgetriebe raus. Das Antriebsrad für die Ölpumpe muss nun so drauf. Die großen Löcher haben gar keine Bedeutung. Das heißt, die Schrauben können wir jetzt drin lassen. Damit hält sich das Differential zusammen. Und wir machen die 4 Schrauben bei den kleinen Löchern raus. Die müssen wir natürlich wieder öffnen. Also 4 Stück genau über Kreuz. Das Differentialgehäuse selbst bleibt durch die anderen 4 ja auf Druck. Da die Schrauben mit Schraubensicherung verklebt werden, müssen wir die Löcher halbwegs ölfrei haben. Und die Schrauben selbst schreiben wir auch ab. Das Pumpenrad hat unten den Ring, der dient dazu, dass es sich auf dem Differentialkörper zentriert. Die Rotation ist nicht schlimm, aber es hat jetzt kein zeitliches Spiel mehr. Das ist wichtig. Ihr mittelt es bei den Schrauben aus. Dann kommt Schraubensicherung auf die Schrauben. Räder die immer im Kreuzmuster langsam runter, damit sich das Rad schön setzt. Also wie Radschrauben. Erste Runde mit 10 Newtonmeter. Zweite Runde mit 20 Newtonmeter. Die dritte und finale Runde 38. Jetzt müsst ihr aufpassen, die Schrauben haben nur einen dünnen Kopf. Braucht ein gutes Werkzeug. Und 38 im letzten Durchgang. Das Pumpenrad ist jetzt mit den 4 erhabenen Schrauben fixiert und die halten auch das Differentialgehäuse zusammen. Jetzt müssen wir noch die 4 verkleben. Auch hier wieder gründlich reinigen. Jetzt können wir auch die 4 verbleibenden Schrauben mit Klebstoff eindrehen. In der ersten Runde wieder 10 Newtonmeter, zweite Runde mit 20 und in der dritten Runde wieder vorsichtig 38 Newtonmeter. Im Deckel des Differentials sitzt ein großer Magnet. Den müssen wir auf jeden Fall gründlich reinigen. Ich mache den Spannstift raus und dann können wir den Magnet entnehmen. Ich spanne den Stift hier im Schraubstock ein und dann klopfen wir gerade aufs Gehäuse, dann müsste er rausgehen. Und wir haben den Spannstift hier und der Magnet ist frei. Jetzt können wir diesen Dreck schön reinigen. Hat schon richtig Spaß. Den Magnet können wir einfach wieder so einlegen. Und den Spannstift montieren wir am besten, indem wir mit dem Pfeilkloppen ein bisschen zusammenziehen. Ansetzen und reinklopfen. Und der Deckel muss nachher genau pass sitzen, sonst stimmen die ganze Messung, die wir mit den Scheiben gemacht haben, für die Lager überhaupt nicht. Das heißt, wir müssen einen Fügekleber benutzen. Der hintere Teil des Wechselgetriebe wird beim normalen 944er mit Loctite 574 verklebt. Das können wir auch hier für den Deckel nehmen.
Vor dem Kleben müssen natürlich die alten Klebereste komplett entfernt werden. Man sieht sogar noch die Farbe des alten Klebers. Ich nehme für sowas immer ganz gerne einen Kupferschaber. Und am Gehäuse müssen die Dichtungsreste natürlich auch weg. Die Dichtfläche ist jetzt sauber. Jetzt blasen wir nochmal alles mit Pressluft aus und dann können wir montieren. Wenn wir das Differentialgehäuse jetzt montieren, müssen wir daran denken, das Tachoritzel einzusetzen. Ich lege es also erstmal auf den Kopf, frisches Öl für das Rollenlager. Das Ritzel für den Tachogeber hat nur eine Orientierung, machen da gerade ein bisschen Fett drauf, dass es hält, bis wir es drin haben. Dann legen wir das Differentialgehäuse nur noch zur Seite, stürzen möchte ich es ja nicht mehr, wegen dem Kunststoffritzel. Dann die eine Seite, die Welle drauf. Gerade zum Reinheben. Dann nimmt er das hoch, stürzt es, jetzt können wir schön am Plansch halten und dann ganz vorsichtig, Tachoritzel darf nicht wegfallen, einsetzen. Schön mittig. Plansch wieder weg. Das obere Lager bekommt natürlich auch ein bisschen frisches Öl, bevor wir montieren. Die Dichtflächen werden vor dem Auftrag des Klebers mit Aceton entfettet. Den Kleber trägt ihr gleichmäßig rundherum auf. Und zwar sowohl auf der senkrechten wie auf der waagrechten Fläche. Beide Flächen dichten. Dann nehmt einen Pinsel, verstreicht den Kleber schön. Muss überall eine homogene Schicht bilden. Trocknen tut er nicht so schnell, da er unter Luftausschluss härtet. Auch auf dem Gehäuse selbst kann eine kleine Runde nicht schaden. Auch hier wieder schön verstreichen. Und jetzt müsst ihr den Deckel so einsetzen, dass zum einen die Schrauben passen. Und beim Einsetzen müsst ihr jetzt aufpassen, ein bisschen an der Pumpe drehen. Die muss nämlich in ihr Zahnrad rasten. Schrauben rein. Und dann immer schön reihum rum. Versuchen, die anzuziehen. In der ersten Runde drehen wir die schön wieder im Sternmuster mal handfest an. Das Ritzel arbeitet, also die Pumpe läuft. In der ersten Runde gehe ich auch wieder im Sternmuster erstmal mit 10 Newtonmeter ran. Aha, ihr seht, so ein paar Schrauben gehen schon nach. Dann senkt sich der Deckel schön auf das Gehäuse. Zweite und letzte Runde mit 24. Ein kleiner Funktionstest kann nicht schaden. Ihr seht, das Pumpenrad dreht jetzt schön mit. Vor der endgültigen Montage des Wechselgetriebes müssen wir natürlich auch diese Dichtflächen reinigen. Bevor wir das Wechselgetriebe installieren, pushen wir auch dieses gründlich durch. Machen wir ein bisschen Öl auf das große Kegelrollenlager. Jetzt schwimmt es geradezu in Öl. Die Idee ist jetzt folgendes, ich montiere das Getriebe, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben, erstmal mechanisch rein, dann ziehen wir es in Spalt ab und bringen den nötigen Klebstoff auf. Jetzt ziehen wir es wieder einen Hauch ab und jetzt kommen die Klebstoffe drauf. Dann müssen wir die Dichtflächen gut mit Aceton entfetten. Dann tragt er überall das Loctite 574 auf. Bisschen was an der Gegenseite kann auch nicht schaden. Dann verstreicht er das gut mit dem Pinsel. Das Verstreichen ist wichtig, damit es in alle Ecken kommt. Bei Kurbelgehäusen trägt man sogar mit einer Walze auf. Ich habe nur hier so wenig Platz für die Walze. Und wenn es passt, gleich mal einen Schlag auf die alte Passhülse, Schraube rein. Wenn die Passhülsen mal so weit drin sind, geht's los mit 2 Runden Drehmoment. Das war jetzt mal 10 Newtonmeter. Ist jetzt wichtig, halbwegs schnell zu arbeiten, weil der Kleber beginnt jetzt mit der Härtung. Die zweite und finale Runde sind dann 24 Newtonmeter. Dann können wir einen Gang reinmachen
Und jetzt heißt es wieder 20 Mal durchdrehen. Weiter geht es mit dem Wechsel der Simmerringe. Diesen Simmerring hätten wir vorher leichter ausbauen können. Ich habe ihn aber gern drin gelassen, damit ich beim Einführen der Welle hier nichts verkratze. Also entfernen wir jetzt erstmal den Simmerring. Immer an der Wellenseite einsetzen. Mit ein bisschen zärtlicher Überredung kommt auch der Simmerring raus. Wir haben jetzt das Problem, dass wir den neuen Simmerring hier über diese Zähne schieben müssen. Die Porsche benutzt dafür eine spezielle Kunststoffhülse, die wir leider nicht haben. Deswegen müssen wir uns etwas behelfen. Ich habe hier eine relativ stabile Kunststofffolie. Diese Kunststofffolie passt jetzt genau auf den Umfang. Können wir es jetzt hier so verkleben, zwischen zwei Zähnen. Jetzt ist unser Schutz fertig. Jetzt können wir den neuen Simmerring drüber schieben. Den ölen wir an der Innenlippe. Über unsere Konstruktion. Und jetzt kann ich den problemlos bis in den sicheren Bereich schieben. Da hinten haben wir kein Problem mehr. Hier ist Platz genug. Dann setzt er den Simmerring da hinten an. Und zum Eintreiben braucht man natürlich wieder ein Spezialwerkzeug. Hier vorne habe ich ein passendes Stück Holz gemacht und als Verlängerung für die lange Antriebswelle ein Stück Rohr. Das passt jetzt ganz genau hier über die Verzahnung und perfekt auf den Ring. Jetzt können wir den Ring vorsichtig symmetrisch eintreiben. Der Ring soll 1,5 mm tief sitzen. Genauso passt die Nummer. Bei den Simmerringen unter den Antriebsflanschen steht folgende lustige Anleitung, dass man den Zwischenbereich zwischen den Lippen mit Mehrzweckfett füllen soll. Ich habe mir jetzt mal gut gefüllt und dann setzt er den schön mittig an. Natürlich kommt das nächste Spezialinstrument zum Einsatz, um diesen Ring einzutreiben. Der wird bis zum Anschlag eingetrieben. Ist relativ tief. Und auch die Lippe noch mal etwas ölen. Der Simmerring der Flanschwellen dichtet hier. Also können wir hier beim Einsetzen ein bisschen Öl drauf machen. Und dann vorsichtig einsetzen. Und drin ist das Teil. Dann blockiert er die Flanschwelle hier und die Schraube wird mit 24 Newtonmetern angezogen. Und 24 Newtonmeter. Zum Einsetzen der Schaltwelle muss das Getriebe im Leerlauf sein. Also wieder zurück in den Leerlauf. Die Dichtfläche reinigen wir wieder mit Aceton. Die Schaltwelle ölt er gut ein. Die muss hier reinrutschen. Und dann wird die so hier eingeführt und durchgedrückt. Unter den Verschlussflansch kommt nun eine neue Papierdichtung. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Papierdichtungen ganz gut mit PTEC Grün verklebbar sind. Hat zwei Vorteile: sie werden noch dichter und sie fallen nicht runter, während man montiert. Das genügt schon, ist ja nur zur Unterstützung der Dichtwirkung. Jetzt kann man die Papierdichtung da drauf kleben, ohne dass die runterfällt. Der Aluminiumflansch wird so montiert, dass das Logo außen ist. Da sieht man wieder, wo der Porsche herkommt. Auch auf die Gegenseite, also auf den Flansch, mache ich ein bisschen von der Dichtmasse. Unter den richtig ansetzen. Die Schrauben sind lang genug, dass man die Federwirkung beiziehen kann. Schrauben dreht er jetzt symmetrisch an, dann senkt sich nämlich der Flansch in die Federwirkung. Wenn er ansteht, gibt es noch 8 Newtonmeter. 8 und 8. Die Sperre für den Rückwärtsgang setzt er so ein, ihr müsst nur aufpassen, dass sie nicht auseinanderfällt. Macht hier ein bisschen Fett rein, dann klebt sie da hinten schön und vorne auf die Nase kann auch ein bisschen Fett. Neuen Dichtungsring drauf und von oben ansetzen und anschrauben. Anzugsmoment für die Schraube sind 30 Newtonmeter. Und 30. Auf die andere Seite der Schaltwelle kommt noch ein winziger Simmerring. Innenlippe wieder ölen. Und vorsichtig über die Schaltwelle schieben, über den Innenbund schieben. Und natürlich gibt es wieder ein Spezialwerkzeug zur Montage. Bevor wir nun die Flanschwelle auf der linken Seite einsetzen, montieren wir noch das Tachoritzel, weil da kommen wir noch besser bei. Beim Tachoritzel ist es wichtig, den unteren Bereich des Führungszapfens
gut mit Getriebeöl zu ölen, dann wird er von oben eingesetzt. Und ihr seht, wie er hier in die Verzahnung gegangen ist. Und den ziehen wir dann gut an. Schöner Rupp und dann sitzt er. Auf der linken Seite müssen wir bei der Flanschschwelle aufpassen. Hier hat nämlich der Simmering innen keinen Anschlag. Das heißt, wir müssen den so weit eintreiben, bis er hier an der Kante sitzt. Ich reibe seinen Sitz gut mit Aceton aus. Ansetzen. Und dann geht es mit dem Spezialwerkzeug weiter. Jetzt immer kontrollieren, wie tief das man schon ist. Wenn er überall auf gleicher Tiefe sitzt, hier am Rand der Schräge, ist er optimal. Dichtlippe des Simmerings. So, allmählich wird der Onkel alt. Ich habe tatsächlich vergessen, das Fett in den Simmering zu machen. Ist jetzt aber nicht schlimm. Man kann das jetzt auch hier noch so dahinter massieren. Und die Kontaktfläche an der Flanschschwelle ölen. Einsetzen. Und die Schraube mit 24 Newtonmeter festklemmen. Der Zwischenschalthebel kommt so drauf. Hier hinten hatten wir ja alle Dichtungen und Scheiben uns gemerkt, indem wir einfach eine Mutter montiert haben. Ich mache die Mutter jetzt weg. Hier kommt auf die Schaltwelle. Und hier wird es einfach eingeschraubt. Und dann hat man alle Teile wieder richtig drauf. Zwischenschalthebel und Schaltwelle werden mit so einer Spezialschraube verschraubt. Deswegen müssen wir jetzt schauen, dass die Löcher fluchten. Fluchtet es? Schräubchen drauf. Zentrieren tut sich ja mit der Spitze selbst. Aha. Und jetzt geht die wunderbar mit. Funktioniert also. Die Schraube des Zwischenschalthebels hier am Getriebe wird mit 14 Newtonmeter angezogen. Das ist also gar nicht viel. Während diese kleine Schraube da vorne tatsächlich mit 22,5 angezogen wird. Kleine Ursache und ein riesengroßes Video. Wegen der Scheibe haben wir die ganze Reparatur machen müssen. Zum Schluss möchte ich noch Mike Kaps von Sportwagenpart danken. Er hat mich bei der Besorgung der nötigen Ersatzteile sehr unterstützt und kompetent beraten. Bei Sportwagenparts könnt ihr die ganzen benötigten Simmerringe und Lager kaufen. Ich würde sagen, das war schon fast unser erster Spielfilm. Das nächste Video wird wieder kürzer. Tschüss, bis zum nächsten Mal.